Hi, ich bin Ferdi von CET Automotive. Wir haben heute einen Skoda Octavia RS TDI im Haus gehabt und haben den mal schnell für euch aufgenommen. Es hat zuerst ein Upgrade bekommen, es hatte früher mal das alte Active Sound Gateway System verbaut und hat nun die Active Sound Unit bekommen. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und haben euch mal ein paar Klangprofile gemacht. Zunächst einmal zeigen wir euch, wie das Ganze im ausgeschalteten Modus klingt. Nicht so wirklich spektakulär, ist halt ein 4-Zylinder Diesel, 2-Liter Motor und dementsprechend kommt da halt nicht sehr viel aus dem Auspuff raus. Wir wechseln mal einmal in das nächste Profil. Hier ist der A-Modus deaktiviert gewesen. Es war das File 4 ausgewählt mit voller Lautstärke, bedeutet, es ist das dynamische Profil gewesen und er ist unter Lastnahmeszonen. Das File 4 klingt beim Octavia RS echt richtig rassig, geht eher in die Richtung, als wäre das ein RS-Benziner und mit einer modifizierten Abgasanlage. So, dann wechseln wir einmal in das nächste Soundprofil. Hier haben wir euch das File 8 ausgewählt, aber mit aktiviertem Active Sound Modus und mit ungefähr 60% Lautstärke. Soundeigenschaft eher so bei 20% und allgemeine Drehzahl bei 0, weil es einfach im Stand sehr harmonisch klingt und unter Lastzunahme trotzdem noch lauter wird. Den Profilwechsel beim Octavia könnt ihr halt über die Handy-App auswählen, ob es über die ERS-Profile sein soll, über die Start-Job-Automatik oder ESP-Taste. In diesem Fall haben wir es über die ESP-Taste gemacht. Dort drückt man einfach zweimal die ESP-Taste, dann wechselt das Soundprofil. Dementsprechend muss man da nicht immer das Handy rausnehmen, das macht ihr echt nur zum Feintunen. So, das war's auch schon vom Skoda Octavia. Nur einmal kurz und knapp euch den Sound gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren und bis zum nächsten Video. Wer lacht? Langweilig.